Ja, schönen guten Morgen von der Station 74. Der Vorbudler hat schon wieder ein bisschen weitergearbeitet. Und zwar, die Drohung habe ich wahrgemacht, erstmal hier überall die Schallplatten ranzubringen, damit ich da auch wirklich mal dauerhaft auch mal immer durchkomme. Hier mal so einen kleinen Vorraum gebaut mit einem Eingang, damit ich hier auch eben einfach ein bisschen schneller rein und raus komme. Und außerdem möchte ich auch noch direkt mal was aufklären. Und zwar hatte ich ja in den letzten Folgen mal irgendwann die Frage gestellt, ob man auch mit anderen Farben die Schafe einfach einfärben kann, um dann mehr Wolle zu gewinnen. Und siehe da, sind die nicht süß? Ja, das ist aber wirklich herrlich. Also, ja, und so ist das natürlich eine fette Ausbeute an Wolle, an farbiger Wolle. Ne? Fetter geht es gar nicht. Also, das werde ich jetzt immer so machen. Was weiß ich, wild mit Farbbeuteln auf Schafe werfen. Ja, hier gerade mal rote Wolle. Ah ja, draußen bleibe ich mal eben. Ich habe hier noch so ein bisschen verziert. Ja, das sind solche irgendwelchen Generatoren oder keine Ahnung, ne? Ist mal so als Idee, ne? Die Seifenblase hat mich drauf gebracht, eine Moderatorin von unserem Server. Und mal gucken, was ich hier noch so draus mache, ob ich da noch mehr von hinstelle. Ich wollte mal eben hier noch ein bisschen mehr in die Decke hier oben rote Wolle einziehen. Mal sehen, wie das war. Genau. Da komme ich jetzt nicht hin. Doch. Und dann habe ich noch einige Reparaturarbeiten an dem zweiten Gebäude hier vorgenommen. Und zwar war da noch einiges am Dach schief. Da war irgendwie, das habe ich gar nicht gemerkt. Das habe ich erst beim Angucken von dem Video, beim Schneiden gesehen, dass da oben die Decke noch nicht stimmig war. Da stimmte noch was mit der Wolle nicht. Aber irgendwo so eine Ecke drin, das habe ich repariert. Draußen waren ja noch zwei Glasscheiben. Die fehlten, die habe ich inzwischen auch eingesetzt. So, und dann. Ach, jetzt reicht die Wolle überhaupt nicht. Ach, schade. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt dumm gelaufen, aber jetzt auch wieder nicht so schlimm. Ne, warten wir einfach mal. Machen wir das einfach später. Ist jetzt auch nicht so dramatisch, denn ich guck mal lieber nach draußen. Und zwar hier außen. Entsteht ein neues Gebäude. Ich habe noch eine Idee für ein weiteres futuristisches Gebäude und das ist praktisch ein Bein dafür. Ja, und ich wollte jetzt einfach mal versuchen, es kommt nämlich jetzt hier so, ne, der Augenblick, wo der Ochse die Milch lässt. Und zwar, ob ich mich vertan habe oder nicht. Ne? Also eine Säule, ein Bein habe ich gebaut. Ja, und jetzt ausgemessen ein wenig, die Gegend hier abgeschritten und jetzt werde ich bin ich mal gespannt, ob ich dann oben auch tatsächlich auf die Mitte treffe. Ne? Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Mal sehen. Also innen wollte ich eigentlich ein wenig Platz materialsparend bauen. Ja, so ist auch egal jetzt. So, mal eben gucken. Ich habe jetzt auch ein paar Leitern. Von außen kann ich da immer so dran. Moment. Ich habe jetzt auch wieder so einen Plan. Ne? Also wieder meine berühmten Skizzen. Das muss ich jetzt hier 5 Blöcke in die Höhe ziehen, dieses Teil. Das ist 3, 4, 5. Mal sehen, ob ich denn genug dabei. Ja. Ich hoffe mal, der Koppelstein reicht. Wir werden es erfahren, würde ich sagen, ne? Jedenfalls, ja, hier dann kommt das so drauf. Jetzt muss ich auf dieser Breite nochmal 4 nach oben gehen. Das ist 2, 3, 4. Oh, 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 jetzt nicht vergessen, hier schon direkt die Leiter anzubauen. Das habe ich hier natürlich auch vergessen. Ah, das haben wir gut gegangen hier gerade. Damit ich auch noch rauf und runter komme. Das Ding ist jetzt wirklich sehr hoch. Wäre dann wirklich ein bisschen
bisschen sehr arg, wenn ich da jetzt dauernd runterfallen würde oder runterspringen müsste. Ja, sehr gespannt, ob ich das jetzt mal hier so fertig kriege. Ich muss mich dabei immer furchtbar konzentrieren bei dieser Zählerei. Jetzt muss er einen versetzen. Und dann auch was wie hoch? 4 hoch wieder. Okay. Aber auch in die andere Seite noch 2 breit. Ah, seht ihr, da muss ich auch direkt mal hier gucken, dass ich nach oben komme. Hi. Da, ne? Ja, hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht. Muss den ganzen Sumpf wieder abreißen. So, das sind 2, habe ich gesagt, ja. 4 soll das hoch. Vielleicht nochmal eine Leiter dran. Boah, ich arbeite hier inzwischen so richtig mit System, ne? Also wirklich, das ist sehr außergewöhnlich. Ja, weiter geht's jetzt. Da muss jetzt eine Stufe hier weg. Noch so überlappen. Was haben wir denn dann? Dann haben wir auf dieser letzten Stufe 1, 2. Ah ja, so ein 4x4 Block, also noch einen in diese Richtung. Alles klar, wieder eine Stufe. Jetzt würde ich hier langsam, möchte ich mich hier nicht in meiner Zeile vertun. Ja, Moment, das war der. Jetzt kommt noch so ein 4er Block da drauf. Ja, die Breite 3, ja, das sollte ein bisschen stabiler aussehen, ganz einfach. So, hier komme ich überall noch runter. Ich mache das aber jetzt mal folgendermaßen. Hier waren noch Treppen dran, ne? Ja. Kann noch eine hin. Ach ne, ist schon alles klar. Hier komme ich dann ja mit einfachen Erdstufen hoch. So, 1 und 2, ja, das wird schon was. So, jetzt muss ich hier, glaube ich. Ah ja, okay. Einmal überlappen und so. Und nochmal das gleiche, ja, okay. Ich kann es gar nicht erwarten, in der Mitte anzukommen. Aber jetzt muss ich auch noch 2 weiter nach rechts gehen. Wehe, ich vertue mich. Ja, wehe, ich vertue mich. Bei der ersten Säule, die habe ich ja so ohne Filmerei gemacht. Da hat das wunderbar geklappt. So, und dann wieder 2 hier hin. Ja. Imposant. Wird ein Riesending. Aber ich baue eigentlich, ja, ich baue da nichts oben drauf. Sondern, ja, das werdet ihr dann sehen, da soll ein Gebäude drunter, was dann so drunter hängt, unter diesen Säulen. Ne? Dachte ich mir mal so. Vielleicht habe ich ja Glück und es klappt. Jetzt kommen wir langsam der Sache näher. Warte mal, das war diese Viererschiene, dann. Moment. Ich habe ein bisschen im Moment die Orientierung verloren. Da sind 3 Stufen, 2 oben drauf. Ja, diese Stufe musste ich jetzt noch 4 weiterführen. Ja. 1, 2, 3, 4. Und ich glaube, es passt dann. Ich glaube, es passt dann. Jetzt habe ich mich kurz erschreckt. Ich dachte, ich hätte einen so weit nach rechts gebaut, aber ja, bin ja hier noch gar nicht fertig. Das passt. Oh, ich glaube, das kann ich jetzt schon sagen. Da bin ich aber sehr zufrieden jetzt. Aber das nicht umsonst, ne? Hätte ich die ganze Folge ja nochmal drehen müssen. Ich will mich ja schließlich nicht blamieren, wo so viele Leute zugucken. Ne? So, was haben wir denn jetzt hier? 2 muss ich hier Platz lassen und dann kommt wieder eine Lage rauf. Es wird gerade dunkel. Das ist ja immer so.
Ja. Der ist ja trotzdem schneller gegangen, als ich dachte. So, zwei drauf, dann wieder drei freilassen. Ein hoch und zwei dran. Und dann treffen die sich. Ja. So ist es. Wobei hier jetzt noch ein bisschen dicker werden muss alles. Da muss ich jetzt einfach diese. Ja, die werden einfach alle vollgekleistert hier. Und so verbunden. Und vielleicht packe ich auch oben noch ein Lämpchen drauf. Damit das ein bisschen. Haben wir denn hier eine Mitte? Ja. Machen wir es erstmal so. Da komme ich sogar überall schön runter. Wunderschön. Mal eben schlafen gehen, ne? Das nutzen wir jetzt mal hier aus. Ja, genau. Bin aber schneller. Jetzt wird kein Eingang. Doch. Ich habe mir hier so eine provisorische Stufe gebaut, da wo das Schaf gerade reinläuft, ne? Ja, Schaf. Tak, 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 tak. Ja, hier innen auch noch mal ein bisschen mit weißer Wolle ein bisschen gearbeitet, damit das nicht so ganz so nach Stein aussieht. Ist natürlich klar, dass der Koppelstein jetzt nicht zu so einem Science-Fiction-Thema so perfekt passt, aber das ist allgemein in Minecraft einfach so. Es ist nun mal nicht im Science-Fiction-Bereich angesiedelt, sondern doch eher so ein bisschen gotisch, ne? Und da muss man halt gucken, wie man sich arrangiert. Ich bin auch gerade dabei, hier den schönen Stein mache ich neu. Ihr wisst ja, ich bin ja gerade hier so ein bisschen am Testen mit einer neuen Version von meinem Texture-Pack. Version 1.4. Und ich muss mal in die Höhle laufen. Ich glaube, da habe ich noch roten Farbstoff. Rote Rosen habe ich da noch, ne? Die hole ich mir mal eben. Dann kann ich mit der Wolle so ein bisschen weitermachen. Da fehlte mir ja doch noch einiges. Ja, dann können wir auch einen Blick noch. Jetzt gerade bin ich mit dem schönen Stein beschäftigt. Ne? Also Clean Stone. Ne? Die Profis sagen schönen Stein. Ne? Die Amateure, die sagen Clean Stone. Ne? Und ja, sieht ja schon ein bisschen bläulich. Ich weiß gar nicht warum. Gefällt mir aber jetzt ganz gut so. Ist schwierig. Also ich finde, das ist schwierig zu machen, weil das ist natürlich eins der absoluten Hauptmaterialien. Und was man ja auch ja in verarbeiteter Form, also wenn man Koppelstein brennt, soll ja wieder Schönstein rauskommen. Das soll dann ja edel aussehen irgendwie. Und sehr kalkig irgendwie, ne? Kalkig, hell. Ah, da sind auch noch so ein paar Streifen drin, die mir nicht gefallen. Da muss ich noch mal ran, aber gut, das ist ja halt Work in Progress. Und Nahrung brauche ich, sehe ich auch jetzt schon direkt. Und Rosen wollte ich nehmen. Ach komm, die nehme ich jetzt mal mit. Die können auch oben auf dem Pilz stehen. Ja, ist ja schwierig. Der muss einerseits halt edel aussehen, weil man den so kostbar verarbeitet hat und gebrannt hat, ne? Und andererseits soll der Internet kommt in der Natur natürlich hauptsächlich als Naturstein vor und soll da auch so ein bisschen natürlicher aussehen. Das ist ein bisschen, also das so, diesen Gratwanderung zum Schaffen, das ist echt nicht so leicht. Das ist schwieriger als was weiß ich so Sand zu machen oder so, was man nur sowieso nur an einer Stelle hat. Und was sein Aussehen auch völlig verändert, hinterher ins zu Glas wird. Ich hau mal die Kotlets eben kurz alles völlig rein. Das ist ja jetzt auch kein Aufwand. Noch eins und dann mache ich noch schnell ein paar rote Farbbeutel. Und damit bewerfe ich dann wieder die armen Schafe, die an nichts Böses denken. So. Komm, das wird alles verarbeitet, sonst kann ich die Rosen hier überhaupt nicht gebrauchen. Ja. Hier werde ich auch immer noch regelmäßig überfallen. Da, sag ja. Ich hoffe, die sind das jetzt nicht mehr. Nein. Wollte ich auch schon seit ewigen Zeiten mal ein bisschen ausbauen, den Weg, aber nu, da haben wir genug zu tun. Oh wow, das sieht aber fett aus da. Das können wir uns auch mal angucken.
Ich bin auch ganz unter dem Eindruck, ja. Ach, links, da müssen wir noch diese ganzen Erddinger außen wegmachen. Aber ich würde sagen, da, zwei, dann da eine Stufe, dann wieder zwei. Ja, das stimmt alles. Ah, da ist ein kleiner Fehler passiert. Da ist es hier etwas dicker. So von der Grundform ändert sich das nur so ein Innenbereich, der da noch ein bisschen, da kann ich da noch was wegschlagen. Ich muss jetzt sowieso von innen nach oben arbeiten. Apropos, wo sind denn jetzt überhaupt die Schafe? Ich wollte doch noch Schafe einfärben. Haben sich wieder verdrückt, ne? Was habt ihr denn gegen die rote Farbe? Das ist doch schön. Aber rot ist das nicht so wichtig, ne? Da kann man auch, also rote Rosen findet man eigentlich genug oder darauf, wo es geht ja eigentlich, ne? Aber hier bei Lapis Lazuli zum Beispiel, da bringt das natürlich wirklich was, wenn man da die Farbe, die Schafe vorher einfärbt. So, was haben wir denn jetzt hier? Wie ist das denn gedacht gewesen auf meinem Plan? Ah, es sollte hier noch ein. Na ja gut, komm, ich baue da jetzt einfach einen hin. Hüpfen wir mal da hoch. Ja, und hier müssen noch eben Koppelsteine rein. Koppelschweine rein. Koppelschweine rein. Machen wir hier heute schöne Koppelschweine rein. Komm, jetzt hol ich auch die komischen Erddinger da mal eben runter. Die Leiter lasse ich erstmal aus. Man weiß ja nicht, wozu es gut ist, ne? Da können wir höchstens hier nochmal eine, so ganz professionell hier noch so eine hinhängen. So, das wartet nämlich schon. Na, geht doch alles. Ich habe immer Angst, hier über die Klippe zu stürzen. Ne? Sag ich ja. Ach, guck. Sogar eine ganze Herde. Ja, ein bisschen blass aus, so, ne? Rote Schafe. Das gibt's auch wirklich nur in Minecraft. Schweine brauche ich jetzt nicht. Aber ich könnte mal was essen. Ja, bevor es wieder zu spät ist. Ich merke das nämlich nie. Und dann wundere ich mich, warum ich wieder mit einem Schlag irgendwie erledigt werde. Komm. Ne? Kostet ja nichts. So, hier hole ich auch noch eben die Erde runter und baue noch zwei Zusatzleitern an. Schung, schung, schung. Da und das weg und alles klar. So, dann mache ich mich von unten in der Mitte auf. Ich weiß gar nicht, ob das Ding dann vom Raum her größer wird als unser Hauptpilz da hinten. Ne? Ich glaube nicht. Das wird ungefähr genauso groß. Ne? Wo hier haben wir viel Platz drin. Ich weiß gar nicht. Ja, ich muss mal noch mal sehen. Schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal nach. Jetzt möchte ich gerne in die Mitte. Oh, Augenblick, mein Plan ist verrutscht. So. Weiter kann es gehen. Jetzt muss ich mal ein bisschen checken, wie baue ich denn das jetzt am besten? Ja. Ah, ich glaube, ich muss auch erst die äußeren Beine noch machen, sonst kriege ich das mit dem Gebäude in der Mitte nicht hin. Ich weiß da nicht, wie groß ich da ziehen soll. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert und es bleibt kompliziert. Ich lasse mich ja nicht unterkriegen, ne? Das will ich damit nicht sagen, aber ich weiß im Moment nicht wirklich, was ich hier tue. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Ja, das ist jetzt ja
Ah ja. So. Also 1, 2, 3, 4. Nee, Moment. 1, 2, 3, 4. Da müsste was dann hängen. Ah, und dann auch 4 lang. Ich schau mal eben. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. So, da sind jetzt auch 4 Platz. Ja, alles klar. Ja gut, aber wenn das hier oben dann ja breiter wird, dann müssen wir mal gucken, dass ich das noch richtig 4x4 irgendwie so in die Mitte setze. Ah ja, Ja, okay, ich baue jetzt einfach mal noch die beiden anderen Stützen. Ich schätze mal, der Koppelstein wird dafür nicht reichen. Und ich muss nochmal nach Bad Schönfeld zurück. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal weiter und zeige euch dann beim nächsten Mal die Fortschritte und dann können wir uns vielleicht an das Gebäude, dieses Hängende machen in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe mal, dass ich das irgendwie noch auf die Reihe kriege. Ach, wird sowieso gerade Abend. Ja, guck mal, dann passt das doch alles wunderschön. Ich baue den auch erstmal eben nochmal den ab hier, den komischen Erdhaufen. Um Gottes Willen. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit bis dahin. Macht es gut.